Wir haben überlebt. Unsere Welt wurde zerstört. Und wir mussten dafür bezahlen. Mit über 100 Jahren ohne Sonne. Aber wir haben uns gut vorbereitet, um diesmal alles richtig zu machen. Unsere Vorfahren haben uns ein glückliches Leben gestohlen. Doch wir werden nicht einfach aufgeben. Mutter Erde ist jetzt gemein und bösartig. Trotzdem leben wir noch. Und wir werden weiterleben. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Angespielt-Video auf dem Kanal. Heute mit Endzone A World Apart vom Entwickler Gentlemad Studios, die mir freundlicherweise auch einen kostenlosen Key zur Verfügung gestellt haben. Das Spiel ist ein Aufbau-Survival-Spiel, das in einer Postapokalypse spielt. Und wir müssen dafür sorgen, dass unsere Siedler in dieser schweren Zeit auch überleben. Wir spielen das Ganze natürlich wie immer blind, werden mal eine Stunde hineinschnuppern und mal schauen, ob das Spiel was für uns ist und ja, ob wir das vielleicht sogar mal im Stream oder vielleicht auch in einem Let's Play uns näher noch anschauen. Erschienen ist es im April 2020, ich bin also schon ein bisschen spät dran, macht aber gar nichts. In der Zwischenzeit sind schon einige Bugs gefixt worden und auch neue Features dazugekommen. Man kann sich das auch immer ganz gut sich anschauen hier in dieser wunderbaren Liste, was da alles so dazugekommen ist, was gemacht worden ist. Schöne Sache, also das Projekt wird noch immer aktiv entwickelt und gepflegt, was fantastisch ist für ein Early Access Spiel und auch so sein sollte natürlich. Gut, man sieht auch, es gibt eine deutsche Übersetzung, das freut mich immer sehr, weil ich dann nicht immer selbstständig übersetzen muss. Und dann gehen wir jetzt einfach mal in ein neues Spiel und schauen mal, was wir hier machen. Es gibt eine Einführung, die werden wir uns jetzt mal anschauen. Und wenn wir anschließend dann noch Zeit haben, dann schauen wir auch mal ein bisschen in den Überlebensmodus oder in eines der Szenarien. Okay, die Farbpalette ist eher so braun, grau, grün, matschig. Aber was erwartet man auch von einer Postapokalypse? Da gibt es wahrscheinlich keine blühenden Wiesen, sondern eher, ja, alte zusammengeschnitzelte Sachen. Wir haben die Endzone endlich verlassen. Seht euch diese schöne Aussicht an. Ach, wunderschön. Einfach wundervoll. Auch wenn sie ein wenig anders ist, als wir uns das vorgestellt hatten. Wir konnten ein paar grundlegende Ressourcen sicherstellen und lagern diese nun in unserem Bus. Okay, also wir haben den Arthur, der sich hier ein bisschen um uns kümmert und uns hier einweist. Wir haben hier einen wunderbaren Bus, etwas zusammengeflickschustert, aber okay. Es liegt ganz viel Zeug hier herum, wie man hier sehen kann. Ganz viel altes, kaputtes Zeug. Wir haben sogar einen See, den wir baden gehen können. Das Leben könnte eigentlich nicht schöner sein. Und wir haben ganz viele Gefährten, die darauf warten, dass wir ihnen Befehle geben, damit sie endlich mal was arbeiten dürfen. Wir schaffen uns ein neues Zuhause. Ich bin froh, dass wir uns gut auf ein solches Szenario vorbereitet haben. Besonders da unsere Vorräte in der Endzone zur Neige gingen. Vergiss nicht, dass du jederzeit, solltest du weitere Informationen benötigen, in unserem Überlebenshandbuch nachsehen kannst. Okay, machen wir. Überlebenshandbuch? Hier oben. Eine Enzyklopädie, wo man wirklich alles wieder durchschauen kann. Fantastisch, sehr schön. Gefällt mir.
passiert ja immer wieder mal, dass man auch ganz viele Sachen wieder vergisst, die man vielleicht im Tutorial mal gelesen oder gehört hat. Da kann man hier ein bisschen schnuppern. Gut, genau. Alles, was du wissen musst, sollte genau hier zu finden sein. Ich denke, es ist an der Zeit, uns endlich ein neues Zuhause zu errichten. Wir werden gleich mal gelobt, dass wir das Buch geöffnet haben. So muss es sein. Bevor wir überhaupt Gebäude errichten können, müssen wir einige Siedler in den Beruf Baumeister einteilen, damit sie sich um Bauaufträge kümmern können. Im Allgemeinen obliegt es deiner Verantwortung, welche Aufgaben wichtig sind und wie sich unsere Siedler darauf verteilen sollen. Okay, wir öffnen die Fachkräfteübersicht und müssen jetzt 3 Bauarbeiter zuweisen. Das erinnert mich ein bisschen an Banish, ne? Da war es genauso. Wo du das quasi zuteilst. 1, 2, 3. Sobald Bauaufträge erteilt worden sind, werden deine Baumeister bereit sein zu arbeiten. Es wird Zeit, dass wir uns um unser wichtigstes Grundbedürfnis kümmern. Wasser. Wer jetzt hier zum Baumeister wird, entscheidet offenbar das Spiel dann selbstständig. Wir können ja mal kurz ein bisschen reinzoomen. Weiter jetzt, wie hier, geht's leider nicht. Also wie sie aussieht, ne? Da müssen wir auf alle Fälle gleich mal zusammenräumen hier. Das ist kein schöner Anblick. Als erstes sollten wir eine funktionierende Wasserversorgung einrichten. Weiter geht's mit unserem ersten Bauauftrag. Platziere und baue einen Steg an einem See in der Nähe deines Stadtzentrums. Okay, ich denke mal, der Bus ist unser Stadtzentrum. Und jetzt müssen wir eine Wasserversorgung bauen. Sollte nicht allzu schwierig sein. Holzsteg. Ein Holzsteg. Einfach mal hier rein. Es so halb auch reinsetzen? Nee, also halb geht nicht. Ganz geht auch nicht. Vielleicht muss das vielleicht rotieren. Ah, okay. Wir müssen es ein bisschen auf Land quasi platzieren. Und es darf, denke ich mal, nichts rot sein. Okay. Baumeister, walte deines Amtes. Und da laufen sie auch schon los. Grüner, roter und gelber Baumeister, die wir hier haben. Und jetzt wird der Steg errichtet. Können wir ein bisschen vorspulen, damit ihr etwas in die Pötte kommt? Wir haben nur 1 Stunde Zeit, Leute. Wo ist die Nummer 3? Die Nummer 3 macht aktuell gar nichts. Sehr gut. Da haben sie sich aber jetzt ins Zeug gelegt. Wie geplant errichtet. Jetzt haben wir einen Ort, an dem wir Wasser einsammeln können. Es gibt noch andere Möglichkeiten, Wasser zu sammeln, aber der Steg ist die einfachste und kosteneffektivste Methode. Wir können auch schön rotieren, ne? Fließend, stufenlos. Sieht schon mal sehr hübsch aus, muss ich schon sagen. Trotz der Postapokalypse. Okay, und am Steg können wir jetzt einfach Wasser einsammeln. In der Zisterne können wir Wasser von verschiedenen Quellen, wie dem Steg, Regenspeichern oder Brunnen beziehen und einlagern. Okay. Die Zisterne sollte immer in der Nähe einer Wasserquelle stehen, damit unsere Wasserträger nicht zu weit laufen müssen. Verstanden. Eine Zisterne errichten. Zisterne ist dieser Kanister. Und das, denke ich mal, wird der Kreis sein, den die Zisterne abdecken kann. Ja, es macht wahrscheinlich am meisten Sinn natürlich, wenn wir irgendwo hier das direkt daneben platzieren jetzt. Baumeister, waltet eure... Okay, wir haben jetzt andere Baumeister. Sind das wieder andere Leute? Die machen jetzt gar nichts. Und dann müssen wir die Siedler der Profession Wasserträger zuweisen. Und zwar 3 Stück. Dann werden wir mal produzieren. Ich kann mir vorstellen, dass die Sachen, Baumaterialien werden von allen getragen, aber gebaut wird dann wirklich nur von 3 Leuten. So wird es, denke ich mal, sein. Oh, jetzt wird es Nacht. Wir schlafen offenbar alle zusammengekuschelt im gleichen Bus hier drin. So.
Sterne ist aufgebaut. Was haben wir denn hier für Ansichten? Wir können uns hier wieder in die Enzyklopädie reinsetzen. 3 von 5 Arbeitskräfte, die hier arbeiten. Dann Produktionslimit. Also maximal 90.000 einlagern. Nee, wobei Produktionslimit ein bisschen was anderes ist. Wie Füllstand. 20.000 ist der Füllstand und Wasserbezug ist aktuell hier das Gewässer hier unten. Auch schön, dass hier diese Wege so angezeigt werden, diese Laufwege. Das ist schön, dass man gleich mal nachschauen kann, wo die jetzt überall herumlaufen. Ist das Wasser denn überhaupt noch trinkbar hier unten? Hat das irgendjemand geprüft? Radioaktivität oder irgendwie sowas? Sollte man vielleicht mal aufpassen. So, und langsam füllt sich hier unser Wassertank. Doch etwas verwirrt wegen dem Produktionslimit. Wieso das so hoch ist hier? Wieso hier 90.000 steht? So, die gehen jetzt wieder, wahrscheinlich zum Schlafen. Großartig. Jetzt haben wir eine funktionierende Wasserversorgung errichtet und das Wasser wird nun vom Steg in unsere Zisterne transportiert. Ziehe in Betracht, weitere Wasserträger einzustellen, wenn du noch Siedler zur Verfügung hast. Man kann niemals genug Wasser auf Lager haben. Okay. Wir haben nochmal 200 Wasser jetzt bekommen. Jetzt sollten wir uns auf die Nahrungsproduktion konzentrieren. Es ist wichtig, gleich zu Beginn die Versorgung sicherzustellen. Eine Sammlerhütte, eine Jagdhütte oder eine Fischerhütte können dort direkt Abhilfe schaffen. Ich schlage vor, mit einer Fischerhütte zu beginnen, da wir uns ja bereits in der Nähe eines Sees befinden. Da hat der Mann natürlich vollkommen recht. Ich würde noch ganz kurz hier die Wasserträger gerne auf 5 hochsetzen. Und erst wenn wir wieder noch Siedler brauchen, dann können wir ja die wieder abziehen. Okay, also wir bauen. Wir können ja mal ganz kurz gucken, was hier oben das eigentlich ist. Das wurde noch gar nicht erklärt. Wir haben jetzt hier Wasser. Wir haben hier Verpflegung, also Essen. Wir haben Holz zum Bauen. Wir haben Schrott zum Bauen. Auch hier, ne, auf Lager 158, aber Produktionslimit 500. Da weiß ich noch nicht, was das ist. Werkzeuge gibt es noch 13 Stück. Strahlenschutz 15, okay. Was haben wir noch? Arznei, Stoffe, Metall, Plastik, Elektronik und Kohle. Für die weiteren Gebäude, könnte ich mir vorstellen, werden die dann benötigt. Wissen aktuell 0. Wir haben 13 Erwachsene, 6 Kinder. Die Zufriedenheit ist derzeit ausgeglichen. Wir haben durchschnittliche Verstrahlung. Nee, wir haben aktuell gar keine Verstrahlung. Die Gesundheit ist fantastisch. Wir haben eine reichhaltige Nahrung. Okay. Und das hier ist die komplette Karte jetzt, ne? Die komplette Spielkarte. Ist schon ganz schön groß. Oh, hier ist sogar ein extra Dorf noch. Nee, das ist schon... Das ist leider schon verlassen. Aber wir könnten sogar Sachen zerlegen, sehe ich das richtig? Für... Schrott. Ah, das wird ja dann bei uns genauso sein. Wo ist meine Heimat? Vielleicht hier, genau, die Schrotthaufen. Dass man die irgendwann mal zerlegen muss. So, was haben wir hier unten? Bodenstrahlung. Aktuell sieht das ganz gut aus. Ich weiß nicht, grün ist ja eigentlich was Gutes, aber vielleicht ist das auch ein bisschen noch verstrahlt. Dann Bodenfeuchtigkeit. Sehr trocken hier alles. Standortattraktivität ist überhaupt nicht schön. Aber das wird noch, sobald wir dann die ersten schönen Häuser bauen. Elektrizität gibt es keine. Und Wetter und Tageszeit kann man auch nicht mehr einschalten. Schwach kontaminierter Regen gibt es aktuell. Oh, und hier unten gibt es eine Wettervorhersage. Sehr gut. Okay, ich darf vielleicht nicht zu lange zögern, sonst spreng ich gleich mal wieder das Tutorial. Wir bauen eine Fischerhütte. Nahrung. Gibt ganz schön viele Sachen hier, ne? Wassersilo, Brunnen, Regenspeicher, Bewässerungsanlagen. Eine Fischerhütte muss natürlich irgendwo
im Wasser gebaut werden. Wäre jetzt meine Vermutung. So. So. Kann ich die hier an den Steg, kann ich sie nicht heranmachen. Dann machen wir es vielleicht hier unten. Da decken wir nämlich ein bisschen mehr an Wasser ab. Okay. Dann zwei Fische brauchen wir noch. Und dann müssen wir Nahrung produzieren. Straßen oder so gibt es wahrscheinlich bei uns jetzt gar nicht. Baufläche wurde freigeräumt jetzt. Holz anliefern. Kommt jetzt der nächste schon. Können wir eigentlich... Ich mache mal kurz Pause. Ah, sehr schön. Wir können auch die einzelnen Ziele jetzt hier anklicken und können uns die anschauen. Der Matthew zum Beispiel, ein junger Erwachsener. Er ist Baumeister. Werkzeug, Kleidung, Bildung, Arbeitsplatz. Hat er hier. Aber noch kein Siedlerabzeichen. Da gibt's. Oh mein Gott, guckt euch das hier an. Das ist ja fantastisch. Schaut doch mal die ganzen Statistiken an hier. Positive Effekte, negative Effekte gibt's hier. Was hat er hier? Das Inventar von ihm wird auch noch angezeigt. Und die Familie. Matthew und Alexia sind verheiratet und haben drei Kinder. Sehe ich das richtig? Aber er ist doch junger Erwachsener. Der hat schon drei Kinder. Verstehe ich das richtig? Okay. Gucken mal, was er macht jetzt. Er transportiert derzeit Holz und Schrott. Was mich wundert ist, brauchen wir hier für den Bau nicht noch Werkzeuge? Oder werden die Werkzeuge gar nicht verbraucht, sondern werden einfach nur zum Bau verwendet und dann wieder eingelagert? Werkzeuge sind wichtig, um die Produktivität der Siedler zu steigern. Okay. So, die Fischerhütte steht und der erste Fischer geht gleich mal an den Steg und fährt nicht mit dem Boot nach draußen, sondern stellt sich einfach mal hin und fangt einen Fisch nach dem anderen wahrscheinlich, ne? Hoffentlich. Da hat er schon einen. Was hat der im Inventar jetzt? 20 hat er, trägt er momentan, oder? Nee. Serviert. Doch, er hat jetzt 20 eingelagert. Jetzt steht der nächste Fischer hier am Steg. Ah, ich hätte gehofft, die gehen irgendwie mit dem Boot raus oder so und tuckern hier draußen rum. Aber vielleicht gibt es das in einer späteren Variante des Gebäudes. Und hier regnet wieder, ne? Gute Arbeit. Schon die Suppe, die kontaminierte. Wir haben uns um die Grundversorgung durch Nahrung und Wasser gekümmert. Achte darauf, jederzeit genug Nahrung und Wasser auf Vorrat zu haben. Besonders dann, wenn du deine Siedlung ausbauen möchtest. Wir haben so viel Wasser. Eine zu schnell wachsende Bevölkerung kann deine Nahrungs- und Wasserversorgung schnell aus den Fugen geraten lassen und dich so in große Schwierigkeiten bringen, wenn du nicht aufpasst. Kein Problem, wir sind ja Profi-Spieler und Überlebensspieler. Anbaufelder sind eine weitere exzellente Art und Weise, an Nahrung zu gelangen, da sie beständig wachsen, solange der Boden feucht genug ist. Jede Saat hat unterschiedliche Wachstumszeiten und Erträge. Im Gegensatz zu deiner Fischerhütte, die direkt mit der Produktion beginnen kann, bedeutet das, dass es einige Zeit dauert, bis dein Feld abgeerntet werden kann. Okay, und was haben wir hier? Bodenfeuchtigkeit? Moment, das sieht aber jetzt ein bisschen anders aus wie vorher, oder? Hier wird es wahrscheinlich Sinn machen. Oh, ah, okay. Nass ist ja noch besser. Feucht. Felder, Plantagen und Waldpflanzen wachsen hier. Oh, man sieht hier sogar eine Regenwolke drüber laufen. Seht ihr das? Der gestreifte Bereich hier. Das ist ja fantastisch. Wenn wir hier reingehen, müsste es eigentlich auch regnen hier. Ja. Und wenn das jetzt hier wieder weg ist, dann hört es hier wieder zu regnen auf.
So, hier dürfte es eigentlich nicht mehr. Doch, hier regnet es auch noch. Aber hier dürfte es eigentlich nicht mehr regnen. Hä? Ach, da kommen immer wieder neue Wolken nach. Okay, also hier zieht eine Wolke nach der anderen durch. Obdachlose Siedler. Ja, ich kann ja nicht alles auf einmal machen. Ich muss auch mal ein bisschen die Regenwolken betrachten, liebe Leute. Oh, das ändert... Jetzt, das ist ja, das wird ja immer besser jetzt. Guckt euch das an. Dort, wo der Regen fällt, wird es natürlich auch feucht jetzt. Das ist ja richtig, richtig toll hier. Okay. Da kannst du dich quasi jetzt nicht so wirklich darauf verlassen, weil das geht ja auch wieder zurück rein, feuchtemäßig. Ein Anbaufeld. Ein Feld liefert Nahrung aus dem Anbau von Feldfrüchten. Zum Anlegen des Feldes werden keine Ressourcen benötigt, jedoch brauchen die Feldfrüchte Zeit, um zu wachsen. Ist das egal, wie groß? Nee, geht nicht. Ah, nicht gedrückt halten, sondern einmal klicken und dann ein Feld anlegen. So, dann müssen wir noch einen Bauer beschäftigen. Ja. Und dann noch das Saatgut festlegen. Was haben wir denn zur Auswahl? Aktuell Riesenkürbis oder Bohnen? Also ich bin ja eher für Bohnen. Dann rupst es zwar nicht, wenn wir alle im Guss hier drin sitzen. Vergiss nicht, dass wir eine Reihe unterschiedlichster Nahrungsquellen brauchen, um gesund zu bleiben. Du solltest außerdem darauf hinplanen, dass es zu Dürreperioden kommen könnte, in denen es nicht regnen wird. Lagere deine Nahrung ein und passe deine Produktion an, um Engpässe zu vermeiden. Ich werde dir später ein paar weitere Strategien zeigen. Stellt euch mal das vor hier. Zu Beginn haben wir noch ziemlich wenig Schrott und Holz oder andere Ressourcen. Wir könnten ein Produktionsgebäude errichten. Um jedoch so schnell wie möglich an Rohstoffe zu gelangen, ist es am besten, wenn wir direkt loslegen zu sammeln. Erteile Aufträge, um verschiedene Ressourcen abzubauen. Alle Siedler, die du keiner Profession zugeteilt hast, werden sich solcher Aufträge annehmen. Des Weiteren verteilen die Siedler Ressourcen in deiner Siedlung. Stellt euch mal vor, jetzt hier werden die Bohnen angebaut und dann gibt es ordentlich Bohnensuppe. Und dann sind hier irgendwie unsere fast 20 Leute in diesen Bus eingepfercht. Meine Güte, da darfst du die Tür nicht mehr aufmachen, da wenn jemand von draußen kommt und reingeht, der fällt sofort in Ohnmacht. Also hier wird dann, denke ich mal, das angepflanzt. Da ist schon jemand. Der Matthew schon wieder. Der Matthew macht offenbar alles hier. Er bestellt ein Feld jetzt. Der Matthew ist für alles zuständig. Wir müssen Holz abbauen und Schrott abbauen. Die Frage ist, wie kann ich das Schrottplatz? Nee. Wir müssen ja irgendwie den Leuten sagen, dass sie jetzt abbauen sollen. Statistiken gibt es auch jede Menge natürlich wieder. Was ich jetzt brauche, ist, ich muss denen jetzt sagen, die sollen hier was abbauen. So einen Schrotthaufen abbauen. Schrottfänger. Das sind alles Gebäude, oder? Das sind alles Gebäude. Holz abbauen. Wir gucken mal. Ah, ich brauche ja nur darauf klicken, dann wird mir das angezeigt. Hier bei Aufträge. Einmal Holz abbauen. Wir bauen mal hier oben alles ab, weil wir hier den Schrott ja sowieso auch wegmachen. Hier. Und einmal Schrott abbauen. Genauso hier. So. Und dann sollten die Leute das jetzt hier machen. Demnächst. Was ist hier los? Hier ist offenbar das Lager voll. Ja, hier ist das Lager voll. Das heißt, wir können hier vielleicht die Arbeitskräfte etwas reduzieren. 3 Stück. Eigentlich könnte man hier auf sogar 2-mal runtergehen. Dann hätten wir 3 Leute, die jetzt noch schön hier Holzfäller machen und Schrott sammeln. Jetzt haben wir nur noch 12 Werkzeuge. Da wird schon gehackt.
zweimal an den Baum geschlagen und schon fällt er um. Wie viel Holz fällt hier ab von einem Baum? 4 Holzscheite. Das ist ein sehr... Das war eigentlich ein großer Baum, aber mit wenig Auswirkung hier. Die haben alle nur 4 pro Baum. Also egal offenbar, wie groß der Baum ist. Dann hier wird Schrott gesammelt, auch 4 Stück hier auch. Dann wird es hier nämlich mal ein bisschen schöner hier mit dem ganzen Müll. Passt. Und wir müssen wie viel sammeln? 20 Holz und 15 Schrott. Wir haben noch kein richtiges Lager. Das wird jetzt alles im Bus abgelegt, ne? Da wir nun eine Ressourcen besitzen, ein Drittel voll, können wir beginnen, ein richtiges Produktionsgebäude zu errichten. Dann musst du dich nicht immer manuell darum bemühen, dass gesammelt wird. Produktionsgebäude sind nicht nur einfacher zu handhaben, sie sind auch noch deutlich effektiver als einfache Aufträge. Platziere Produktionsgebäude nicht zu weit entfernt von deiner Siedlung. Du kannst ihren Arbeitsbereich später jederzeit ändern. Okay. Alles klar. Am besten errichten wir jetzt eine Försterhütte, um die Holzversorgung zu automatisieren und im gleichen Zug effektiver zu machen. Förster können Bäume nicht nur fällen, sie pflanzen sie auch an. Ich finde es ja fantastisch, dass das auch noch ins Deutsche übersetzt alles ist. Das ist richtig, richtig, ist man gar nicht mehr gewohnt von so Spielen. Eine Försterhütte. Okay. Baut er dann einfach hier in diesem Umkreis immer wieder Bäume an? Dann würde er nämlich hier unten auch wieder Bäume anbauen. Würde ich ja eher nicht so gern haben. Dann einmal Förster, bitteschön. Und bitteschön Holz produzieren. Diese Aufträge hier, die wir haben aktuell, werden die unendlich ausgeführt? Wahrscheinlich solange wir dieses Teil hier nicht abreißen. Die holzen hier echt relativ schnell alles ab, ne? Also die machen das richtig schnell. Solange wir das nicht abreißen, dieses Fähnchen, werden die diese Arbeit auch weiterhin machen. So, er hat offenbar momentan ein kleines Problem, sehe ich das richtig? Ne, da wird noch gebaut, kein Problem. Gute Arbeit. Vielleicht möchtest du später den Arbeitsbereich des Gebäudes verändern, um deinen Arbeitern zu sagen, aus welchem Bereich sie ihr Holz beziehen sollen. Ah, und zu deiner Information. Wenn du möchtest, kannst du deiner Försterhütte auch sagen, dass sie sich nur um die Aufforstung eines Bereichs kümmern soll, um einen schönen, dichten Wald zu erschaffen, den kommende Generationen nutzen können. Sehr gut. Nun sollten wir uns um das Sammeln von Schrott kümmern. Schrott ist eine unserer wertvollsten Ressourcen, da das Schrottvorkommen limitiert ist und wir aus Schrott weitere Ressourcen gewinnen können. Im Unterschied zu den Aufträgen von gerade eben erlaubt es der Schrottplatz, größere Schrottvorkommen wie Ruinen oder Wracks abzubauen. Ich muss mal kurz gucken. Arbeitsfeld ändern hier. Ah, man kann das jetzt quasi noch mal ein bisschen hier verschieben. Und festlegen. Aber kleiner machen kann ich es nicht, oder? Such mal mit Shift oder so. Nee. Er braucht offenbar immer so einen großen Bereich. Ich würde ja hier, das können wir schon mal abreißen, weil hier keine Bäume mehr sind. Und ich würde auch das jetzt mal abreißen. Das Schrott sammeln, weil wenn wir sowieso so einen Schrottplatz bauen, dann wird das gleiche System wieder sein. Ich
Und genau. Dann kann man auch wieder festlegen, wo die quasi sammeln. Wir müssen natürlich wieder einen Schottsammler zuweisen. Wie viele Berufe es auch hier gibt, ne? Sondierer, Techniker, Bergarbeiter, Schneider, Köhler, Jäger, Sammler, Koch, Bewässerer, Brunnenwart, Wirt, Lehrer, Forscher, Totengräber, Sanitäter, Kräutersammler, Logistiker, Dekontaminierer, Erforscher und Kundschafter. Das ist doch umfangreicher, wie ich es eigentlich gedacht habe, aber fantastisch, richtig gut, richtig schön. So, der Platz, den können wir auch mal ein bisschen ändern, so hoch vielleicht, so. Schön auch, dass immer gleich gehighlightet wird, wo Sachen jetzt hier zum Erholen sind. Ja, wir haben obdachlose Siedler, aber bisher hatten wir noch nicht den Auftrag erhalten, dass wir was bauen sollen. Oh, hier wird was gemacht. Super. Auch beim Schrottplatz kannst du den Arbeitsbereich verändern. Aus Schrott können wir 4 weitere Ressourcen recyceln. Stoff, Metall, Plastik und Elektronik. Darum werden wir uns in Kürze kümmern. Jetzt sollten wir uns jedoch erst um die Bedürfnisse deiner Siedler bemühen. Unsere Leute wünschen sich einen Platz zum Schlafen und Leben. Unerhört. Hütten befriedigen ihr Bedürfnis nach Sicherheit und Privatsphäre und steigern die Zuversicht ihrer Bewohner. Anders ausgedrückt, Hütten zu errichten steigert ihre Bereitschaft, Familien zu gründen und sich zu vermehren. Was trägt er denn hier? Ah, okay. Er trägt Bohnen. Er hier vorne trägt auch Bohnen. Wie viel Bohnen aktuell? 488 Bohnen haben wir aktuell. Zählt eine Bohne als eine Verpflegungseinheit? Das ist jetzt die Frage. Oder muss das dann noch irgendwie verarbeitet werden? 500, 900. Was wird denn hier gegessen, Leute? Auf Lager 1100 steht hier. Aber mir fehlt hier noch ein bisschen was. Wasser zählt ja nicht dazu. Vielleicht wird hier auch noch Holz gegessen. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wir müssen Hütten errichten. Oder Küpfle. Kleine, schnuckelige Hütten. 8 Stück brauchen wir. Woher weiß ich, dass ich 8 Stück brauche? Die Hütten werden mal... Die bauen wir mal hier schön um den Bus herum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfekt. Wir brauchen dafür wieder Holz, Schrott. Und das ist erstmal alles. Bekommt eigentlich der Bürgermeister ein spezielles Haus? Eine schöne Finca? Bräuchte eine Spielgeschwindigkeit zwischen der normalen Spielgeschwindigkeit und der schnellen Spielgeschwindigkeit. Die schnelle ist mir ein bisschen zu schnell. Und die normale ist mir ein bisschen zu langsam. Standortattraktivität. Die Attraktivität eines Wohnhauses wird durch umliegende Gebäude positiv oder negativ beeinflusst. Und wer lebt hier drin? Poppy, Victor, beides Fischer und 2 Kinder, Leonardo und Dorothy. Da ist die Rachel drin. Der Ross. Wird doch schon. Neben Hütten kannst du auch stabile Hütten oder Zufluchten als Wohnraum zur Verfügung stellen. Stabile Hütten widerstehen Sandstürmen besser und haben eine erhöhte Speicherkapazität. Kinder, die in Häusern leben, füllen nach und nach deren Lager auf. In einer Zuflucht pflanzen sich die Siedler nicht fort,
da es ihnen an Privatsphäre fehlt. Ah, wie bei Banished auch, jede Hütte holt sich quasi auch ein bisschen Wasser, ein bisschen was zu essen, das man halt auch so für den Tag über auch braucht hier drinnen. Und ja gut, Strom gibt's nicht, aber die braucht natürlich Verpflegung. Sehr gut. Kommen wir von unserem kleinen Exkurs zum Thema Wohnraum wieder zurück zum Schrott. Dieser kann mit Hilfe eines Recyclers oder einer Raffinerie in 4 verschiedene Ressourcen sortiert werden. Recycler zerlegen den Schrott immer nur in eine Ressource, während eine Raffinerie alle 4 Ressourcen automatisch herstellt. Zu Beginn solltest du einen Recycler errichten und Stoff herstellen. Okay, wir stellen Stoff her. Aber wieso keine Raffinerie? Macht ja viel mehr Sinn. Ah, okay, die Raffinerie braucht Strom. Aber auch, Moment, auch der Recycler braucht Strom. Wir bauen die mal gegenüber. So. Weil ich denke, der holt sich dann gleich von hier oben eventuell das, was er haben will. Ist das ein Sondierer? So, Holz. Sieht ganz gut aus. Was hier noch schön wäre, wäre so eine Übersicht. Ich glaube, in Frostpunk gibt es die, wo man sieht, wie so aktuell der Bedarf ist. Also, dass hier zum Beispiel steht +2, dann wissen wir, wir sind jetzt mit +2 im Plus. Und müssen jetzt nicht nochmal jemanden einstellen zum Wasser tragen. Und wenn hier steht irgendwie -2 oder so, dann müssen wir noch irgendwie Wasser ranholen, weil sich langsam dann unser Lager leert. Sowas wäre toll. Vielleicht gibt es das auch irgendwo, aber momentan sehe ich das noch nicht. Ansonsten müssen wir immer abschätzen, ob jetzt hier das nach unten geht oder nicht. Oder wahrscheinlich über die entsprechende Entwicklung, ne? Dass man dann checkt, ah, jetzt geht es nach unten. Offenbar ist der Verbrauch jetzt hier irgendwie... Nee, wobei von Siedlern verbraucht ist, geht nach unten. Wahrscheinlich solange produziert über von Siedlern verbraucht ist, müsste das doch eigentlich passen. Momentan sieht das aber nicht so aus. Momentan sieht es aus, als würde viel mehr verbraucht werden, wie eigentlich produziert wird. Könnte natürlich auch daran liegen, dass wir hier die entsprechenden Leute abgezogen haben. Wir lassen das noch ein bisschen laufen und schauen mal, wie sich das entwickelt. So, wir müssen jetzt 4 Stoffe produzieren. Aktuell ist es standardmäßig eingestellt. 4 Stoffe. Ich finde die UI finde ich fantastisch. Ich finde mich sofort zurecht. Ich muss nicht lange suchen, ja, wo kann ich das jetzt einstellen, was hier produziert wird. Es ist sehr, sehr intuitiv. Das gefällt mir sehr. Auch die Arbeitskräfte, dass ich die von hier aus regeln kann. Das ist richtig, richtig angenehm. Sehr schön. Du kannst jederzeit deinen Recycler anordnen, eine andere Ressource zu produzieren. Es ist wichtig, dass du dich auf jene Ressourcen fokussierst, die du wirklich benötigst. Zumindest am Anfang. Stoff und Metall sehen nach einer guten Wahl aus, wenn du uns mit Schutzbekleidung und Werkzeug ausstatten möchtest. Glückliche Siedler sind fleißige Siedler. Deshalb sollten wir uns um unsere Leute kümmern und sie vor der Umwelt und deren Gefahren wie Verstrahlung schützen. Lass uns also damit beginnen, unseren neu gewonnenen Stoff in Schutzkleidung umzuwandeln. Die Schneiderei wird uns dabei helfen können. Okay, einmal Schneiderei. Also ich denke mal, das hier, das Grüne, ist auch schon ein bisschen Verstrahlung. Schneiderei. Packen wir jetzt auch mal hier hoch. Bei die Schneiderei packen wir jetzt einfach mal hierher. So. Idealer Platz für die Schneiderei. Gucken nochmal in die Statistik. Wasser geht wieder leicht nach oben. Wir warten wieder nochmal hier ab. Ich glaube, das sind Tage, oder? Das müsste eigentlich jetzt hier mal irgendwie drüber gehen. Wir haben noch ein bisschen an Puffer, aber ich
denke mal, wir müssen noch jemanden einstellen, der etwas mehr Wasser besorgt. So, hier werden auch schon wunderbar neue Bäume gepflanzt. Dauert natürlich etwas, bis die wachsen. So, irgendwie 30 Jahre oder so. Aber alles gut. Wir haben ja Zeit. So, einmal Schneider. Und einmal Halstuch. Halstuch schützt die Siedler vor geringer Strahlung. Okay, was haben wir hier noch? Aktivkohlemasken schützen sie vor mittlerer Strahlung. Und dann haben wir noch den Strahlenanzug. Der braucht aber hier von allem was. Mensch, der braucht sogar Plastik. Kohle gibt es hier leider nicht. Oder noch nicht. Wir können momentan sowieso nur das Halstuch erstellen. Sieht es statistikmäßig aus? Der Verbrauch? Oh Gott, jetzt, hä? Ah, wisst ihr, was das vielleicht ist? Vielleicht haben die Siedler sich jetzt hier in den Häusern eingedeckt mit entsprechendem Wasser. Deswegen ging die Statistik so nach unten. Bin mir da nicht sicher. Es fehlen schon wieder 3 Wohnungen. Beziehungsweise wahrscheinlich eine Wohnung. Eine Wohnung, wo dann 3 Leute drin sind. Auch wäre es schön, wenn es eine Pipette geben würde, wo ich mir einfach nur bestehende Gebäude kopieren könnte. Ich baue jetzt einfach mal ganz selbstständig. Wie lange dauert es, so ein Halstuch zu produzieren, Leute? Werden automatisch produziert. Okay, er fängt an. Sehr schön. Das Häuschen ist gebaut. Wir brauchen noch ein Häuschen. Also offenbar ziehen hier wirklich immer nur Familien ein. Und wenn jemand alleine ist, dann darf der hier nicht in diese Hütte rein, weil da ist ja schon eine andere Familie drin. Wächst schon ganz schön, oder? Unsere kleine Siedlung. Unsere kleine Farm. Hier wird auch schon schön die Blüten wieder ausgesät. Die Umweltverstrahlung in 4 Bereiche. Keine Verstrahlung, niedrige, mittlere und hohe Verstrahlung. Die Verstrahlung verändert sich stetig und wird vom Wetter sowie radioaktiv verseuchtem Regen beeinflusst. Schutzkleidung hilft uns dabei, uns vor dieser Strahlung zu schützen. Allerdings dauert es eine Weile, bis sie produziert wird. Und die Produktion ist von einem ständigen Fluss an Ressourcen abhängig. Versuche bereits früh, die Produktionsketten zu errichten und beginne damit, Güter einzulagern, um immer welche auf Vorrat zu haben. Die Werkzeuge, die wir aus der Endzone mitgebracht haben, gehen langsam zur Neige. Das ist richtig. Lass uns nun darauf fokussieren, neues Werkzeug herzustellen. Dieses Werkzeug wird uns helfen, effektiv zu arbeiten. Dafür werden wir Metall benötigen. Das bedeutet, wir werden uns auf die Produktion vorbereiten, indem wir einen weiteren Sondierer errichten, den wir damit beauftragen, dieses Metall aus Schrott zu gewinnen. Daran anschließend benötigen wir eine Werkstatt, um brandneue Werkzeuge herstellen zu können. Okay, das heißt, wir brauchen einen neuen Recycler. Plus eine Werkstatt. So. Und dann noch ein Techniker. Und hier müssen wir dann einstellen, dass wir
nicht Stoff, sondern Metall brauchen. Auch schön, dass man hier einstellen kann, welches Gebäude zuerst gebaut werden soll. Wir müssen mal ein bisschen im Auge behalten, wie es hier aussieht mit den Schrottteilen hier. Wird hier überhaupt noch was gesammelt? Ich hoffe doch. Ja, wir haben ganz viel Schrott aktuell. Wir kommen gar nicht mehr hinterher. Einmal auf Metall umstellen. Jetzt haben wir hier einen drin und hier haben wir auch einen drin, genau. Er holt sich offenbar jetzt gerade ein bisschen Schrott. Ich hätte gehofft, dass er sich das hier oben holt. Aber das holt er sich offenbar direkt vom Lager dann. Und jetzt wird hier das erste Metall produziert. Hier unten. Schrottwerkzeug herstellen oder Metallwerkzeug? Metallwerkzeug müssen wir herstellen. Was ist denn der Unterschied? Ein wichtiges Werkzeug, um Arbeitsaufgaben in der Umgebung zu erledigen. Vielleicht zum Schrott abbauen. Kann das sein? Wir haben aktuell null Schrottwerkzeug. Also er muss Metallwerkzeug bauen. Ein fortschrittlicheres Werkzeug mit einer höheren Haltbarkeit, um Arbeitsaufgaben rund um die Siedlung zu erfüllen. Dafür brauchen wir Metall, Schrott und Holz. Okay. Na gut, dann darfst du jetzt mal beginnen. Hier unsere Bohnenfarm. Ein bisschen deplatziert hier mitten im Stadtgebiet. Aber passt schon. Oh, Wasser. Wollte ich nochmal kontrollieren, wie es jetzt hier aussieht. Also für mich sieht das immer noch ein bisschen so... Insgesamt. Zisterne. Momentan sieht es jetzt wieder so aus, als würden wir gerade noch ein bisschen mehr produzieren, wie wir verbrauchen. So, arbeitet hier ihr irgendwann mal jemand was? Was ist los, Leute? Hat hier keiner Bock? Da kommt einer. Der Leonardo kümmert sich um die Herstellung. Acht Werkzeuge. Ach, der muss erst die Sachen anliefern, oder? Der muss jetzt natürlich sehr weit gehen. Aber dadurch, dass wir hier... Wir haben halt nur den Bus. Es wäre wahrscheinlich besser, wenn du die Baugebäude oder die Produktionsgebäude rund um den Bus anordnest und die Häuser irgendwo anders anordnest, separat anordnest. Ich glaube, dass das vielleicht ein bisschen besser ist. Weil dann der Weg ein bisschen kürzer ist zu dem derzeitigen Buslager noch. ...73% schon voll. Würde mal gerne bei unserem Holzfäller, würde ich mal gerne das Arbeitsfeld ändern. Vielleicht mal hier hochsetzen. Irgendwie so machen. Damit ihr hier unten nicht alles wieder anpflanzt. Oh, was macht denn eine Wildsau hier? Was machen denn die Zäue hier? Kann die mal jemand, ne, ein bisschen festtags braten oder so? Wäre schon ganz nett. Zuversichtlich sind unsere aktuellen Bewohner. Sehr schön. Und das erste Werkzeug wird gebaut. Oh, da gehen sie wieder, die Zäue. Schade. Da hat er wohl keiner Lust auf Wildschweinbraten. Da kommen nochmal welche. Wir brauchen, denke ich mal, dafür einen Jäger. So, er hat jetzt eins hergestellt. Wie viel haben wir denn noch an verfügbaren Siedlern? 5, die derzeit keine Aufgabe haben. Ja. Außer vielleicht mal Sachen zu transportieren oder so. Wenn überhaupt.
Mit unseren schönen neuen Werkzeugen sind wir nun darauf vorbereitet, effektiv zu arbeiten. Solltet dir jemals das Metall ausgehen, dann denk daran, dass du deine Werkstatt auch anweisen kannst, Werkzeuge aus Schrott anstelle von Metall herstellen zu lassen. Diese sind zwar nicht ganz so effektiv, sind aber immer noch besser, als mit bloßen Händen arbeiten zu müssen. Damit ist das auch geklärt, was der Unterschied ist. Unten in der Endzone hatten wir genügend Zeit und Ressourcen, um uns ordentlich zu bilden. Unsere Kinder jedoch haben diesen Luxus nicht. Wir sollten eine Schule errichten und weitergeben, was wir gelernt haben. Dadurch werden sie besser und effektiver überleben und arbeiten können. Kein Problem. Eine Schule. Es gibt zu viele Gebäude hier. Wahnsinn, eine Kneipe gibt es auch noch. Die Schule kommt hierher. Die Schule muss ja richtig teuer sein, oder? Naja, geht. 26 Holz, 54 Schrott. Von beidem haben wir mehr als genug. Schrott ist fast schon jetzt, also da ist das Lager schon voll. So, dann wird einfach mal irgendjemand Lehrer hier, auch wenn er keine entsprechende Ausbildung dafür hat. Wir bekommen dafür 5 Siedler, sehe ich gerade, für diese Aufgabe. Das heißt, wir müssen gleich nochmal anbauen. Ich baue mal 2 Häuser. Perfekt. Neben der Tatsache, dass ausgebildete Kinder effektiver arbeiten, werden wir sie auch darin unterrichten, sorgfältiger mit ihrer Schutzkleidung und ihrem Werkzeug umzugehen. Was dazu führt, dass diese länger haltbar sind und wir dadurch wertvolle Ressourcen sparen. Da unsere Bevölkerungszahl zu wachsen beginnt, sollten wir uns nochmals der Nahrungsproduktion zuwenden. Wir sammeln bereits Fisch und bestellen unsere Felder. Eine Sammlerhütte wird uns nun noch ermöglichen, Beeren und Pilze aus den naheliegenden Wäldern zu sammeln. Aber was ist mit der Wildsau, Leute? Was ist denn mit der Wildsau? Du musst doch die Wildsau jagen. Na gut. Eine Sammlerhütte sammelt Pflanzen. Okay, wahrscheinlich je mehr Wald abgedeckt wird, umso besser. Könnte ich mir vorstellen. Wir brauchen noch eine Hütte. Ja, Schrott wird hier oben schon etwas weniger. Das, was wir aktuell in Hülle und Fülle haben, ist natürlich jetzt nur am Anfang so, aber für die nächsten Schrotthaufen müssen wir dann schon extrem weit laufen. Vielleicht kann man auch so Zwischenstationen einbauen oder so. Was läuft hier unten? Oh, ein putziges Reh. Aber schön, dass man hier alles offenbar verwerten kann, was hier noch so kreucht und fleucht. Braucht noch jemanden, der diese Aufgabe annimmt. Wir brauchen 2 Sammler sogar. Und müssen Beeren und Pilze produzieren. Ich denke mal, dass die einfach alles dann. Wie du sehen kannst, ist die Sammlerhütte eine effektive Möglichkeit, schnell an Nahrung zu gelangen. Aber sei vorsichtig. Nach einer Dürre wird es einige Zeit dauern, bis die Pflanzen neu gewachsen sind. Wie bei den meisten Gebäuden kannst du auch hier den Arbeitsbereich jederzeit verschieben. Obwohl wir zurzeit ausreichend versorgt sind, hängt unser Überleben von einer sorgfältigen Planung ab. Wenn wir eine Plantage anlegen, können wir damit beginnen, Obst- oder Nussbäume zu pflanzen, die wir in ein paar Saisons abernten können. Okay, ich habe das Gefühl, das Tutorial führt mich durch das komplette Spiel aktuell, Leute. Wir sind jetzt schon fast bei einer Stunde. Aber ich werde noch ganz kurz dann in die entsprechende anderen Szenarien gucken. Das will ich euch noch zeigen. Eine Plantage. Was ist denn da der Unterschied zwischen der Plantage und einem Anbaufeld? Liefert Nahrung wie Früchte und Nüsse von Bäumen. Zum Anlegen der Plantage werden keine Ressourcen benötigt. Okay, also hier
gibt es Früchte und hier gibt es Bäume, offenbar. Bauen das mal daneben. Ich will mal ziehen. Dann muss hier jemand zugeordnet werden. Zwei, müssen wir hier sogar zuweisen, zwei Bauern. Und Saatgut wird Birne, Apfel, Kirsche, Pfirsich, Pekanuss oder Pflaume. Wir nehmen die Pekanuss. Achso, können wir nicht. Wurde noch nicht gefunden. Wir können nur die Birne wählen. Na gut. Die Plantage ist angelegt und die Bäume beginnen bereits zu wachsen. Ist das so? Ähnlich wie bei den Anbaufeldern brauchen die Bäume einige Zeit, bis sie ausgewachsen sind. Können jedoch dann mehrfach abgeerntet werden, bis sie neu gepflanzt werden müssen. Unsere Sammlerhütte sammelt Nahrung aus den umliegenden Wäldern. Jedoch gibt es dort noch eine ganze Reihe an anderen Pflanzen, die wir verwenden können. Diese Pflanzen können von einer Kräuterhütte eingesammelt werden. Die von der Kräuterhütte eingesammelten Kräuter können von Siedlern konsumiert werden, um deren Gesundheit wieder aufzufüllen. Die Kräuterhütte gab es auch in Banished. Kräuterhütte. Live-Vorschau. Ah, doch, hier. Man sieht immer ganz schön, wie viele Kräuter hier gefunden werden. Blubber, blubber. Wächst hier schon was jetzt? Oh ja, da wachsen schon die ersten Bäume und die Schweinchen essen unsere Bohnen weg offenbar oder graben den Boden um. Das ist natürlich nicht so toll, wenn die ja alles kaputt machen. Jetzt sollte sich endlich mal jemand um die Schweine kümmern. Hier läuft das Fleisch quasi auf dem Serviertablett herum und keiner kümmert sich darum. So, Kräuter produzieren machen wir auch noch schnell. Ist ja gar nicht so schwer jetzt hier in so einer Postapokalypse zu überleben, oder? Relativ einfach hier das Ganze. Wir haben eine reichhaltige Nahrung sogar, sehr schön. Jetzt gucke ich nochmal hier rein. Jetzt ist der Verbrauch wieder höher. Ich denke, weil jetzt wieder neue Siedler dazugekommen sind, wir haben wieder Häuschen gebaut. Und deswegen... Deswegen haben die sich wieder eingedeckt mit Wasser. Guck dir mal die dekadente Lia an. Die dekadente Lia, die wohnt hier oben ganz allein in ihrer kleinen Hütte. Und muss die nicht mit irgendjemandem teilen. Das ist schon, also das ist ja richtig unerhört. Ich sehe gerade, dass hier komplett Schrott abgeerntet wurde. Hier drüben kann er noch ein bisschen was abernten. Aber das war es dann schon. Und dann müssen wir den Kreis verschieben. Bin mal gespannt, ob sich das hier vielleicht, ob hier eine Meldung kommt, wenn er nichts mehr zum Ernten hat. Zum Abernten hat. So, die Kräuterhexe. Gut gemacht. Holt sich ein bisschen Kräuter. Die Kräuter können wir auch noch dazu verwenden, sie später in Medizin umzuwandeln. War das denn hier, ne? Arznei. Von Zeit zu Zeit kann es dazu kommen, dass eine Krankheit in unserer Siedlung ausbricht und sich unter den Bewohnern ausbreitet. Deshalb sollten wir immer genug Kräuter auf Lager haben. Der Hauptgrund, warum der Gesundheitszustand unserer Siedlung sinken kann, ist Strahlung. Obwohl wir unsere Siedler bereits vor der Umgebungsstrahlung durch Kleidung schützen, kann es passieren, dass unsere Wasserquellen kontaminiert werden. Wir sollten damit beginnen, unser Wasser zu filtern, um dies zu verhindern. Dafür werden wir eine Menge Kohle benötigen. In der Köhlerei wird Holz verbrannt, um Kohle zu produzieren. Hier oben sieht man jetzt das Zeichen, dass er nichts mehr abernten kann. Das heißt, wir werden das Feld mal eben hier rüber setzen. Muss jetzt zwar ein bisschen länger laufen, aber okay. Braucht noch die Köhlerei. Die Köhlerei braucht dann das Holz. Ich finde das so schön mit diesen Wegen, dass du hier den Platz quasi einplanen musst und dass du dann hier so Zwischenwege hast. Da kannst du so richtig schöne kleine Siedlungen aufziehen.
Denke mal, dass sich der Köhler direkt von unserem Lager dann das Holz holt und nicht hier draußen selbst nochmal Holz fällt. Das ist ja die Aufgabe des Holzfällers, wie der Name schon sagt. Und wir erreichen jetzt langsam die Stundenmarke. Wir gucken mal, ob wir hier das Tutorial noch durchbekommen. Ich weiß nicht, wie lange es jetzt noch geht, aber ich könnte mir vorstellen, dass das noch ein bisschen weiter geht. Aber vielleicht haben wir auch Glück und er wird jetzt gleich fertig. Aber guck dir das an hier. Technologie, Strom, Dekoration, Aufträge. Wir haben das alles noch nicht. Logistik haben wir alles noch nicht durchgemacht. Da kann bestimmt noch was kommen. Auf der anderen Seite fände ich es auch ein bisschen schade, wenn das Tutorial dir alles zeigt. So, er produziert jetzt die erste Kuhle. Sehr schön. Und die müsste dann hier angezeigt werden. Großartig. Wir können die Kohle in Verbindung mit einer Filteranlage benutzen, um unser Wasser zu reinigen. Unsere Zisterne ist dazu allerdings leider nicht in der Lage. Nur ein Wassersilo hat hierfür die nötige Ausrüstung. Es wäre eine Schande, wenn wir unsere vertraute Zisterne abreißen müssten, nur um an ihrer Stelle ein Wassersilo zu errichten. Was wir stattdessen tun sollten, ist, die Zisterne aufzurüsten. Ein Wassersilo kann viel mehr Wasser speichern und bietet Arbeitsplätze für mehr Wasserträger als unsere alte Zisterne. Was ist das denn hier unten? Fantastisch, dass man Gebäude aufrüsten kann. Das ist so gut. Ich hasse es, wenn man Gebäude abreißen muss, nur um dann ein neues Gebäude zu bauen. Perfekt. Also hier wird aufgerüstet. Wir brauchen nochmal einen Recycler. Wieso denn? Warum nochmal einen Recycler? Habe ich jetzt nicht aufgepasst. Teilung? Nee. Es wäre eine Schande, wenn wir unsere vertraute Zisterne abreißen müssten. Und steht jetzt nichts mit dabei. Einen Recycler noch. Ah, für das Plastik. Wir brauchen es für das Plastik. Die wurde schon aktualisiert jetzt. Sehe ich das richtig? Das ist schon aktualisiert hier? Nee, die wird gerade aufgebaut. Da ist sie. Aktuell inaktiv. Wir müssen das aktivieren, damit hier Kohle reinkommt. Und wir brauchen noch hier ein bisschen Plastik. Ich weiß jetzt nicht, für was wir Plastik brauchen. Aber okay. 5 Leute. Ein bisschen zu überdimensioniert, wie ich finde. Und nochmal 5 Häuser. Oder 5 Leute, die wir unterbringen müssen. Okay, also hier ist die Kohle drin. Sehr schön. Und ja, muss man dann halt wieder prüfen, ob man genügend Kohle produziert oder ob das vielleicht dann zu viel Verbrauch ist. Habe ich hier keine Wasserträger zugewiesen? Ich dachte eigentlich, ich hätte das gemacht. Ach so, Moment. Ich kann jetzt hier auf 5 gehen. Unser neues Wassersilo steht und ist einsatzbereit. Gute Arbeit. Wasser zu filtern ist ein wichtiger nächster Schritt, da sauberes Trinkwasser ein elementarer Bestandteil für eine stabile Gesellschaft ist. Lass uns nun mit dem Filtern unseres Wassers beginnen. Um etwas Kohle zu sparen, sollten wir sicherstellen, dass wenigstens ein bisschen unverstrahltes Wasser in unserem Wassersilo gelagert wird. Wasser, das aus Brunnen gewonnen wird, ist immer unverstrahlt und bietet sich dafür gut an. Dann können wir die verbleibende Kohle dafür verwenden, bessere Schutzkleidung herzustellen. Moment, hätte ich jetzt gar nicht hier einschalten sollen? Doch, aktiviere den Filter deines Wassersilos. Da ist ja schon Wasser drinnen, das ist gut. Wir sollen noch einen Brunnen errichten. Das ist jetzt das, was wir zuletzt machen. Und wenn er jetzt noch weitermacht, dann werden wir aber noch ganz kurz rüber gucken.
Brunnen produziert Langsamwasser, sogar während einer Dürre. Brunnen, die zu nah aneinander gebaut werden, beeinflussen ihre jeweilige Effizienz negativ. Na gut, dann bauen wir hier gleich mal daneben. Eigentlich können wir auch hier oben irgendwo noch einen Brunnen bauen, oder? Wenn doch irgendwo Platz ist. Ich habe wieder sehr dicht zusammengepfercht gebaut, Leute. So. Einmal Brunnenwart. Und dann müssen wir unserer Schneiderei noch Aktivkohlemasse herstellen lassen. Die Schneiderei war das hier oben. Nee, das hier. Okay. Und wir haben ja jetzt schon etwas Kohle. Oh, da vorne gibt es keinen Regen. In Saison 14. Der Brunnen ist gebaut. Beim Brunnen wird eigentlich nichts gefiltert. Okay, also jetzt holen sie sich auch vom Brunnen offenbar Wasser. Sehe ich das richtig? Oder was machen die Leute jetzt? Trägt der gute Herr hier oder die gute Dame trägt aktuell Wasser. Und sie trägt es, keine Ahnung wohin. Wo trägst du denn das Wasser hin? Die strappelt hier, das ist ja fantastisch. Schneller. Okay, jetzt geht sie wieder. Ach so, okay, die strappelt hier, holt sich das Wasser hoch und legt es dann quasi hier ab im Lager. Jetzt verstehe ich das System. Das ist ja richtig gut. Ich weiß jetzt aber nur nicht, wieso er gemeint hat, wir sollten unbedingt hier Wasser drin haben. Ein bisschen unverstrahltes Wasser haben, das verstehe ich noch nicht, weil wir wollen ja eigentlich alles filtern, was wir hier so haben. So eine Auflistung, was für Wasserart wir haben, gibt es aber nicht, oder? Wassersilos? Nee. Produktion. Wasser. Verbrauch produziert. Also da sind wir jetzt eigentlich. Aber es steht nicht dabei, ob wir jetzt gutes Wasser haben oder schlechtes Wasser haben. Na gut. Wir brauchen noch die Masken, die hier oben produziert werden soll. Und dafür braucht er Stoff und die Kohle. Kümmert sich hier irgendjemand um die Produktion, liebe Leute? Da marschiert er rein. Jetzt geht's los. Wir produzieren sowieso gleich zwei. Also diese Aufgabe warten wir noch ab. Wenn jetzt noch was kommt, dann schauen wir mal kurz ins Hauptmenü raus. Und schauen uns die zwei anderen Optionen noch an. Gute Arbeit. Wir unternehmen ständig Schritte, um immer besser ausgerüstet zu sein, um in dieser feindlichen Umgebung überleben zu können. Gefiltertes Wasser ist sehr wertvoll und wir können es später sogar dafür benutzen, unsere Felder zu bewässern. Aber alles zu seiner Zeit. Nicht nur unser Wasser, sondern auch unsere Nahrung kann durch die Verstrahlung zur Gefahr für unsere Siedler werden. Um zu verhindern, dass die Siedler verstrahltes Essen zu sich nehmen, sollten wir einen Dekontaminierungsposten erbauen. Okay, das ist jetzt quasi das gleiche, bloß für Essen dann. Ich gehe mal raus, ich werde mal kurz abspeiern hier. Und weil ich hier definitiv weiterspielen möchte, was wir machen ist, wir gehen mal kurz ins Hauptmenü hoffentlich und nicht das Spiel beenden, bitte. Okay, da bin ich wieder. Er hat tatsächlich das Spiel beendet. Na gut, kann passieren. Also, wir gehen noch ganz kurz rein. Ich wollte noch jetzt hier reinschauen, was es hier für Optionen noch gibt. Einführung kennen wir ja schon. Überlebensmodus. Auch wieder jetzt hier offenbar mit zufällig generierter Karte. Ich denke mal, dass die Karten eher gleich sein werden, bloß halt die Ressourcen darauf. Genau, Kartengröße. Das ist schon mal sehr schön. Ich denke mal, das ist so Endlosspiel, ne? Normaler Modus, was ist hier? Baumodus.
einfaches Spiel, da ist wahrscheinlich alles auf hoch gestellt. Keine Bäume gibt es hier auch, okay. Entspannen und entdecken, da ist alles für Anfänger und Noobs wie mich offenbar. Dann gibt es noch einen Code zum Teilen. Wir gehen mal kurz in ein normales Spiel rein. Ich will mal mir das anschauen. Wetter ist zufällig normal. Was haben wir noch? Name der Siedlung. Misery passt fantastisch. Ich würde gerne mal schauen, mit was man hier überhaupt beginnt. Also was man hier überhaupt an Siedler und Ressourcen zum Start schon mal hat. Wenn euch wundert, wieso hier immer der Bug hier oben ist, da kann man darauf klicken. Und entsprechend Bug-Report absenden. Okay, ein neues Zuhause und dann geht es quasi jetzt hier komplett von vorne los. Die Karte ist riesig groß. Ich bin mir nicht sicher. Oh, was ist das denn? Kann man das erforschen sogar hier? Ein interessanter Ort. Schicke einen Kundschafter von einem Expeditionsposten los, um diesen Ort zu entdecken. Wahrscheinlich, um dir Arznei zu holen. Fabrik gibt es hier noch. Ah, ich bin ein bisschen angefixt jetzt, Leute. Ich stelle mir aber auch vor, dass es unglaublich einfach ist, hier mit den ganzen Ressourcen, die es hier gibt. Aber bevor jetzt die ersten schon anfangen, die Messer zu wetzen und in den Kommentarbereich zu schreiben, die das Spiel besser kennen. Ich habe schon gelesen, dass das Spiel offenbar auch sehr, sehr schwierig ist. Also, dass es nicht so einfach ist, hier alles aufzubauen. Und für mich jetzt als jemand, der nur mal eine Stunde jetzt reingeschaut hat, ist das natürlich nicht zu beurteilen. Ich sehe nur die ganzen Ressourcen, die ganzen Wälder und denke mir, hey, da ist ja so viel Zeug da. Das ist ja überhaupt kein Problem, dass man hier überlebt. Aber wahrscheinlich wird das richtig schlimm, vor allem, wenn du halt dann so Dürreperioden hast und so Zeug, wo dann wirklich auch das Essen und das Wasser knapp wird. Und wenn dann auch noch die Verstrahlung dazu kommt, das volle Programm dann, ne? Jetzt muss ich mal kurz gucken, wie ich hier wieder rauskomme. Ich muss doch irgendwie ins Hauptmenü kommen, Leute. Ihr könnt doch nicht einfach... Okay, wir gehen einfach mal hier rein. Szenarien gibt es auch noch. Und zwar einige, wie man hier sieht. Mit unterschiedlichen Voraussetzungen und wahrscheinlich auch ja, Abschlüssen. Sammle eine kleine Anzahl verschiedener Saatgüter. Erweitere die Sammlung, finde die restlich benötigten Saatgüter. Jetzt haben wir hier der lange Sommer. Da kommen lauter Dürren. Ich denke, das ist eher dann für den fortgeschrittenen Spieler, der schon einigermaßen weiß, was er hier tut. Und dann dementsprechend das hier alles, ne, kontaminierter Regen, das hier alles dann überlebt auch. Aber auch eine schöne Abwechslung noch. Um hier ein bisschen länger die Leute bei der Stange zu halten. Ich lade nochmal ganz kurz mein Spiel, wenn ich es kann, so hier oben. Und komm mal ganz kurz noch zum Fazit jetzt zum Schluss, weil ich sehr, sehr positiv überrascht bin jetzt vom Spiel. Ich dachte ursprünglich, es ist so ein ganz simples Aufbauspiel. Aber was ich jetzt gesehen habe, ist das schon echt, echt toll gemacht. Und vor allem, es ist offenbar wirklich von Frostpunk. Ich bin jetzt nicht von Frostpunk inspiriert. Also vor allem diese Leiste hier oben, die könnte auch in Frostpunk, ne, angezeigt werden. Ich bin mir jetzt nicht sicher, das könnt ihr mir vielleicht sogar sagen, ob das der gleiche Entwickler ist. Könnte ja tatsächlich so sein. Andernfalls, ne, auch das hier mit den 000 und so weiter, sagt alles Frostpunk auch. Kann durchaus sein, dass das der gleiche Entwickler ist und dass das deswegen etwas gleich aussieht. Ich bin sehr positiv überrascht, sowohl grafisch als auch technisch, dass das doch relativ viel Inhalt hat. Und ich werde mir das jetzt noch ein bisschen länger anschauen. Ich werde das Tutorial noch durchspielen und werde dann mal vielleicht so eine Übungssession machen. Und vielleicht machen wir auch mal ein kleines Let's Play dazu. Hätte ich schon ganz viel Bock. Vielleicht so zur Release-Version dann, von der ich aber noch nicht weiß, wann die quasi kommt. Also das Verlassen der Early Access-Phase. Da hätte ich schon ganz viel Lust darauf. Und wenn das einigermaßen ausgeglichen ist und nicht zu schwierig wird für mich, dann könnte das ein Spiel sein, das man immer mal wieder ein bisschen anschmeißt und dann dementsprechend, ja, einfach mal so spät abends, wenn man von der Arbeit heimkommt oder fertig ist mit der Arbeit, einfach mal so 2-3 Stündchen wieder anschmeißt und hier an seiner Siedlung ein bisschen herumtüftelt. Gut,
Also, mein Fazit ist schon mal positiv. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen, hier hineinzuschnuppern. Wenn ihr Bock auf das Spiel habt, dann guckt auf die Steam-Seite. Es ist aktuell, wie gesagt, im Early Access. Man kann sofort loszocken, wenn man es gekauft hat. Und ja, wir sehen uns in einem der nächsten Videos wieder. Wenn ihr denn mögt, macht's gut und bis dann. Ciao.